So, ahoi meine Lieben, Sütkas hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Deponia Doomsday. Ja, ich bin in einer neuen Aufnahme und die letzte Aufnahme ist auch jetzt gut 2 Wochen her. Ich hatte ja in den letzten oder in den Tagen davor immer mehr aufgenommen, als ich brauchte, sodass ich ein bisschen Vorsprung hatte und hier halt mal 2 Wochen Pause machen konnte. Ohne dass ihr das merkt, das heißt, jetzt merkt das vielleicht doch, weil ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir hier waren. Wie war denn das? Wir brauchten irgendwie hier die Zeitmaschine, dafür brauchen wir aber einen Plan. Ne, wie war denn das? Der hier? Der Onkel nimmt uns erst mit, wenn wir... Du kannst mich also mitnehmen? Jederzeit. Ja? Alles, was ich dafür brauche, ist eine Portalkarte, auf der die genaue... Aber ich kann nichts... Leider könnte ich... So, wir brauchen eine Portalkarte. Was war mit ihr hier? Hallo Rita, was gibt's Neues? Verschwende nicht meine Zeit. Bestell was, mach mir einen Antrag oder mach den Tresen für den nächsten frei. Oh, was genau? Wir können die doch verkaufen. Was hältst du von Rocco? Rocco McChronicle aus der Werkstatt? Ja, jung, genau. Athletisch, Arsch zum Reinbeißen. Kurz, ja. Nicht meine Liga. Aber du hast mich doch auch angebaggert. Psst, nicht so laut. Muss ja nicht jeder wissen, wie verzweifelt ich bin. Wie lautete noch gleich das Angebot? Steck mir einen Ring an den Finger und ich ignoriere die Sache mit deinem Gesicht. Meine Frage bezog sich auf das Essen. Sag das doch gleich. Fuelock-Suppe ist aus, Toast und Milch sind im Angebot. Sonst noch Fragen? Einmal Toast und Milch bitte. Hast du Geld? Nö. Dann muss deine Freundin blind sein. Ich glaube, ich passe. Das höre ich häufiger. Ich sollte mich endlich von dieser... Ja, Dating-Plattform abmelden. Die will verkuppelt werden. Und Rocco findet sie schon süß, aber sie glaubt, sie hat keine Chance bei ihm. Wenn wir rausgehen, reden wir mal nochmal mit Rocco. Ich dir geben Stein, du mir geben Furzpampe. Ja, das fasst den Modus wie Wendy unserer geschäftlichen Vorabsprache trefflich zusammen. Ja, und ich hab doch hier diese Steinskulptur. Wovor bringen Stein? Interessant. Bei dem Werkstoff, aus dem dieses bildhauerische Opus Magnum gefertigt wurde, handelt es sich offenbar um Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Leider verbietet mir mein Respekt vor den schönen Künsten, dieses ästhetische Machwerk zum Behufe meiner niederen kommerziellen Ambitionen auszuschlachten. Das wäre Barbarei. Wir müssen den Stein also erst noch kaputt machen. Und er hier, bei ihm läuft es gerade nicht. Ne, so wartet doch. Die hatten wir schon ausgetauscht. Rocco, können wir mit dir nochmal reden, Mensch? Da drinnen ist eine tolle. Hey, Rocco. Howdy, ja. Rufus. Genau. Ich glaube, ich kenne da jemanden, der dich mag. Glaubst du? Aber ja. Sie hängt wie eine überreife Frucht am Baum des Lebens und wartet nur darauf, dass du ihr einen Antrag machst. Das kann ich mir kaum vorstellen. Sie hätte doch was gesagt. Unsinn. Sie will natürlich, dass du den ersten Schritt machst. Aber gleich ein Antrag? Wäre das nicht überstürzt? Frauen wollen überstürzt werden. Welche Frau würde sich auch mit einem wie dir einlassen, wenn sie Zeit hat, drüber nachzudenken? Also ran an den Speck, sonst schnappt ihn dir ein anderer fort weg. Und die zweite Maus kriegt nur noch Käse. Aber ich hab doch gar keinen Ring. Und einen Frack für die Hochzeit habe ich auch nicht. Lass das mal meine Baustelle sein. Ja, eine super. Ist, dir die richtigen Worte für deinen Antrag zu überlegen. Kleiner Tipp, ich bin hier, du bist hier, Schnabeltier. Wirkt manchmal Wunder. Aber, oh je. Yeah. Ring und Frack. Der ist ein Schnabeltier. Richtung Zukunft. Wir brauchen doch hier noch einen Plan. Was haben wir denn? Wir haben hier ein Bohrloch. Wir haben hier eine Sirene.
Oh, hier, Architekt. Es ist offensichtlich, dass er keine Ahnung von der Zukunft hat. Sonst würde er bestimmt andere Klamotten tragen. So, da muss es doch möglich sein, dem Platten hier zu entlocken. Ich hätte dann noch eine Frage. Na klar, ja. Lenk mich nur weiter ab. Es geht ja nur um unsere Zukunft. Weißt du zufällig, in welcher Zeit ich einen Frack und einen Hochzeitsring finden kann? Eine Hochzeit? Und für so einen Schmus reißt du mich aus meiner wertvollen Arbeit heraus? Was könnte wichtiger für die Zukunft sein als Familienplanung? Du hast recht. Ich sehe Spielplätze, Schulen, Kindertagesstätten und Parkflächen für Kinderwägen direkt vor den Biomärkten. Klingt paradiesisch. Einen Moment. Ja, nein, ich hab's genau. Ja, natürlich. Was? Hallo? Ja. Vielleicht habe ich die Information, die du brauchst. Aber jedes Wissen hat seinen Preis. Mein Informant möchte als Gegenleistung erfahren, wie die neuen Huttrends aussehen. Huttrends? Warum dreht sich heute alles um Huttrends? Kannst du es in Erfahrung bringen oder nicht? Ja, Moment, da war was. Genau. Man trägt jetzt Glatze. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühne Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Ich befürchte, das macht jetzt hier alles keinen Sinn, oder? Wir sind jetzt in. Kein Zweifel. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ausrichten. Ohne einen Beweis für diese kühle Behauptung kann ich dir leider auch nicht verraten, in welcher Zeit Frack und Ring zu finden sind. Okay. Na ja, denn los hier. Der neueste Trend sind extravagante Hüte. Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt sein ohne einen Beweis. Ja, das ist ja immer die gleiche Antwort. Bauhelme, na, die machen. Vielleicht gibt es ja wieder ein Achievement. Ja. Mein Informant lässt ohne einen Beweis für die. Ja. Warnhütchen vielleicht? Ich gebe das mal so weiter. Mein Informant lässt seine Zweifel ohne einen. Ja. Ich sollte vielleicht noch. Ja, tu das. Ich würde gern direkt mit deinem Informanten reden. Versteckt er sich da hinter dem Tresen? Hey, stopp! Die Identität meines Informanten ist geheim. Und niemand, hörst du? Niemand blickt hinter meinen Tresen. Kapische? Wenn es mit Piesche zu tun hat, möchte ich es auch gar nicht wissen. Ich lass dich mal wieder arbeiten. Na endlich. Ich hatte schon Angst, deinetwegen die Zukunft zu verpassen. Bauarbeiter. Es stimmt wohl, was die Leute sagen. Klappern gehört zum Handwerk. Das ist doch die Hetz, oder? Sag dich doch bereits. Kann ich sie haben? Nee. Ich brauche sie zu Recherchezwecken. In dieser hochtechnisierten Arbeitswelt ist Weiterbildung integraler Bestandteil des Arbeitsalltags. Du könntest ja mal Pause machen. Genau. Meine Mittagspause wäre schon überfällig. Dummerweise kann ich die Maschine nicht allein lassen. Ja, deine Anwesenheit hier scheint mir geradezu immanent. Ich sag dir was, du bekommst das Magazin, wenn du mir dafür ein Erdnussbutter-Sandwich bringst. Ein Erdnussbutter-Sandwich also. Kein Problem. Erdnüsse? Hatten wir nicht irgendwo die rumlaufenden Erdnüsse? Sirene hatten wir schon. Bohrloch. Da können die lange bohren. Ja, was soll ich denn da machen? Schlüssel reinschmeißen. Hä? Okay, hier, Zylinderkopf. Bevor ich zum Bohrer greife, sollte ich erstmal die anderen Optionen prüfen. Abwarten, ob es von alleine wieder besser wird zum Beispiel. Oder meinen Zahnarzt verklagen. Was? Warum? Macht doch gar keinen Sinn. Hier, dann schmeißt ihr euren Stein da rein. Die Welt ist noch nicht bereit für dieses Kunstwerk. Aber in der Zukunft werden sie es sicher zu schätzen wissen. Ach, das ist nicht dein Ernst, oder?
Aua. Hä? Es ist vollbracht. Na, vollbrungen, gewissermaßen. Okay. Und jetzt? Jetzt habe ich hier einen Felsbrocken. Mal gucken, ob der olle Kerl den jetzt nimmt. Das ist ja auch wieder so dämlich hier. Ach so, warte mal. Ich wollte erstmal noch hier mit den Erdnüssen reden. Sprechende Erdnüsse. Es gibt Dinge, genau. Es gibt Dinge, die krabbeln. Na, schaut mal, wer wieder da ist. Mikeys Mörder. Verpiss dich, du Pfeife. Aber ich hab mich doch entschuldigt. Reingelegt. Du dachtest, wir wären sauer, aber wir sind es gar nicht. Ja. Ist etwas ranzig. Weißt du mittlerweile wieder, warum du uns zu Erdnussbutter verarbeiten wolltest? Für die Liebe. Ja, ja, so weit waren wir schon mal. Die Frage ist doch, wie genau hilft es der Liebe, wenn wir zu Erdnussbutter verarbeitet werden? Ich will Rita mit Rocco verkuppeln. Rocco McChronicle? Aus der Werkstatt? Ich finde ihn nett. Ein Traumpaar. Was ist, Jungs? Wollen wir uns für die Liebe opfern? Ja. Ja! Für Rita und Rocco. Na los! Worauf wartest du? Nimm uns mit und mach Erdnussbutter aus uns. Für die Liebe. Für die Liebe. Für die Liebe. Ja, jetzt haben wir die Erdnüsse bei, aber wir haben ja diesen Butterstampfer gar nicht mehr. Den hatten wir den nicht für... Ich glaube, dafür haben wir diesen Zylinderkopf von Chronicle bekommen, ne? Na gut, wir geben jetzt erstmal hier Unkir den Felsbrocken. Ich hoffe, der ist jetzt genehm. Ruhig bringen, Stein. Genau. Interessant. Basalt aus dem Germer Specksteingebirge. Ich erkenne Ablagerungen von Obsidian und sogar Chrysoberyll-Einschlüsse. Ich habe mindestens zwei Klienten, die für so einen Klunker viel Geld bezahlen würden. Ich dir geben Stein, du mir geben Furchtpumper. Recht so, quid pro quo. Und jetzt habe ich... Abführmittel. Abführmittel. Hier, komm, das geben wir ihm ja gleich. Hier. Und dann läuft's damit wieder. Damit geht's bestimmt gleich besser. Ja. Oh, das ist ja genau das Richtige. Ja. Oh ja, man hört es. Oh. Ich danke dir. Endlich kann ich meine Reise fortsetzen. Auf zu neuen Gestaden. Mach es gut, Endzeitmensch. Und jetzt? Kriege ich noch irgendwas? Geldscheine. Ich hab Geld. Ja. Er sieht so aus, als wenn er drei Augen hat irgendwie. Das hier sieht aus wie so ein Auge nochmal. So, jetzt habe ich Geld. Aber nicht, dass Rita sich jetzt in mich verliebt, nur weil ich Geld habe. Einmal Toast und Milch bitte. Genau. Und sofort. Hier, der Rest ist Trinkgeld. Ich hasse diesen Job. So, jetzt haben wir Milch und Toast. Jetzt müssen wir aber die Erdnüsse... Das könnte mal ein prima Erdnussbutter-Sandwich abgeben. Aber ja. Bevor es soweit ist, muss ich wohl noch ein bisschen Arbeit reinstecken. Ja, aber wie? Warte mal, Milch. Hat hier jemand Müsli bestellt? Ich weiß jedenfalls nicht. Ja, aber ich habe ja diesen Buttermacher nicht mehr. Das könnte mal ein prima... Aber bevor Das ist nicht der Schlüssel zur Lösung all meiner Probleme. Danke, ne, komm hier noch. Was ist... Zylinderkopf mit Milch? Moment, benutzen wir das jetzt hier als Schläge, um daraus Butter herzustellen? Müssen jetzt da die Erdnüsse noch rein? Wie sieht's aus, Jungs? Lust auf einen Tapetenwechsel? Na logisch! Geht los, Alter! Yippie! Alles klar bei euch? Uns ging es nie besser. Das mit der Milch war eine tolle Idee. Schmeichelt der Haut? Moment, baut er hier. Können wir jetzt das Ding da draußen in diese Dings hier, in die Scheiß-Zeitmaschine einbauen?
Er hat ja vorhin immer noch gesagt, das würde perfekt passen. Aber ja doch. Ich könnte den Motor benutzen, um Butter für mich zu stampfen. Was hat er gesagt? Psst, nicht dazwischen quatschen. Ich glaube, jetzt wird's spannend. Ach, ihr Guten. Ich werde euch vermissen. Wieso? Wo gehen wir hin? Hey, ist das eine Art Karussell? Cool, es geht los. Hui! Juhu! Yeah. Au! Oh nein, dieser Schmerz, dieser Schmerz. Warum nur? Warum? Euer Opfer wird nicht umsonst gewesen sein. Hier, was denn jetzt? Aber das ist doch auch wieder so ein Rätsel, auf das du nur... Das ist doch Blödsinn. Jetzt hast du hier Erdnussbutter, aber... Nee. Das erinnert mich an die Pausenbrote, die ich damals immer Wenzel geklaut habe. So, jetzt haben wir ein Erdnussbutter-Sandwich. Super. Trotzdem, dass man die Butter da in diesen Kolben drin machen muss, das findest du auch bloß, das ist so Verzweiflung. So, wie war denn das? Jetzt können wir hier runtergehen. Und jetzt gebe ich dir das Sandwich. Und da machst du Pause und gibst mir vielleicht die Zeitung. Hat hier jemand ein leckeres Erdnussbutter-Sandwich bestellt? Ja, lecker. Hier. Behalte ruhig das Magazin. Ich habe es eh schon zum dritten Mal durchgelesen. Da ist sogar etwas Motoröl in der Butter. Wie Mama schön. Es mir immer gemacht hat. schön. Naja, jetzt haben wir hier... Mal gucken, was in der Zukunft so in Mode ist. Na, das schauen wir mal. Turbane? Echt jetzt? Okay, warte mal. Können wir dir das jetzt geben hier? Hast du endlich herausgefunden, was in der kommenden Hutsaison in Mode sein wird? Easy, man. Man trägt jetzt Turban. Ach ja? Das klingt mir ziemlich weit hergeholt. Hast du einen Beweis dafür? Natürlich. Hier. Ja, das dürfte wohl reichen. Mein Informant ist zufrieden und er weiß tatsächlich, wo du diese Gegenstände findest. Na, ich zeichne dir mal die entsprechenden Koordinaten auf der Karte ein. Ja. Da. Und jetzt verschwinde. Wo? Hä? Ach so, jetzt können wir hier. Wozu braucht man eine Karte, wenn man einen unfehlbaren Orientierungssinn hat? Mein Orientierungssinn sagt mir, ich sollte schleunigst jemanden finden, der diese Karte hier lesen kann. Na los, dann gib her das Ding. So, jetzt haben wir die Portalkarte. Dann gehen wir hier wieder hin. Und jetzt können wir ihm die Karte zeigen. Kannst du mich da hinbringen? Lass mal sehen. Ja... Das sollte möglich sein. Und meine alten Knochen könnten ohnehin wieder etwas Abenteuer vertragen. Jawohl. Lassen Sie sich nicht foppen, mein Freund. Es gibt keine Abenteuer bei einer deterministischen Zeitreise. Pappalapapp. Hör nicht auf die Leute. Es würde mir im Traum nicht einfallen. So, und jetzt? Wohin fahren wir jetzt? Ach so, wir fahren jetzt dahin, wo es... Check. Tachyonenkonzentrator. Check. Hämorrhoidenring. Check. Oh, ich bin ja so aufgeregt. Meine Prostata kribbelt geradezu. Too much information, Alter. So, und jetzt? Ja, naja, los, dann lass uns doch da hinfahren. Bisschen klein, deine Zeitmaschine. Sie ist smaller on the inside. Cool, nicht wahr? Na, komm schon auf Opas Schoß. Und los geht's. Oh.
Oh nein, nicht schon wieder. Du kennst diesen Ort? Ja, ich war heute schon mal hier. Beziehungsweise, es kommt noch auf mich zu. Der Turban, die Bowlingpoliermaschine, alles steht noch ungenutzt an seinem Platz, ohne meine klebrigen Fingerabdrücke. Oh je, das macht die Sache natürlich ein bisschen komplizierter. Noch komplizierter? Tja, die Tücken der deterministischen Zeitreise. Als du vorhin hier angekommen bist, waren wir bereits weg. Das heißt auch, dass wir nicht abreisen können, bevor alles wieder genauso ist, wie du es nachher vorgefunden hast. Und was passiert, wenn ich doch etwas verändere? Das kommt ganz darauf an. Ist dir bei deinem letzten Besuch zufällig ein Aschehäufchen aufgefallen, genau da, wo wir jetzt gerade stehen? Wie wär's damit? Ich hole meine Sachen und versuche anschließend alles genau so herzurichten, wie ich es später vorgefunden habe. Das wäre begrüßenswert. Jetzt dürfen wir nochmal durchlaufen, um einen Frack und einen Ring zu finden. Ich bin begeistert. Naja, machen wir das in der nächsten Folge. Bis dahin, ahoi und ciao, ciao.